أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل، ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل، ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. Gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben wieder die Freude, liebe Geschwister, dass wir heute fortführen können mit unserer Reihe. Und wie ihr wisst, haben wir vor einiger Zeit eine Reihe angefangen über die Fehler der Praktizierung. Die Fehler, die die Geschwister machen, wenn sie anfangen zu praktizieren. Denn unser aller Interesse ist, dass ein Muslim, wenn er von Allah Azza wa Jal die großartige Gnade bekommt, dieser Religion zu folgen, dass er auch mit keiner anderen Religion stirbt, außer mit der Religion des Islam. So sagt Allah Azza wa Jal, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. So sterbt nicht anders denn als Muslime. Was will Allah Azza wa Jal uns mit dieser Ayah sagen? Bleibt befestigt in eurer Religion, bis ihr mit dieser Religion abberuft werdet. Stirbt nur mit dieser Religion. Anders werdet ihr keinen Erfolg haben. Wie Allah Azza wa Jal in einer anderen Ayah sagt: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرين. Und derjenige, der eine andere Religion erstrebt als die Religion des Islam, so wird sie niemals von ihm angenommen werden. Das Wort niemals klar? Das Wort niemals für dich klar? Was bedeutet das Wort niemals für dich, der hübsche Mann mit dem Weiß? Dass es niemals angenommen wird. Was bedeutet das Wort niemals, der hübsche Mann im Weiß? Nochmal. Wo geht man herein? Dass man in die Hölle reingeht. In das Höllenfeuer. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ. Derjenige, der eine andere Religion erstrebt als die Religion des Islam, Allah antwortet, damit wir auch nicht sagen können, wir wussten von nichts, ja Allah, wir wollten mal etwas anderes sein als Muslime und dachten damit, dass wir damit erfolgreich sein werden. Derjenige, der eine andere Religion erstrebt als die Religion des Islam, niemals wird sie von ihm angenommen werden. Jetzt höre zu, und er gehört am Tage der Auferstehung zu den Verlierern. Zu den Verlierern. Möge Allah Azza wa Jal uns in der Dunya und in der Akhira zu den Gewinnern zählen lassen. Und ich will mich und euch davor bewahren, liebe Geschwister. Wir fangen an, diese Religion zu praktizieren. Und wenn du einen fragst, in der Phase der Praktizierung, wo er ganz neu ist, was ist dein größtes Bestreben, dann hörst du, dass er ganz laut in die Welt herausschreit: Ich möchte nur die Zufriedenheit Allahs. Das ist seine Bestrebung. Jedoch, wenn er ein paar Schritte beschreitet, dann siehst du, dass er immer mehr abdriftet, 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 bis er nichts mehr mit dem Islam zu tun hat. Fitna. Und Allah möchte, dass wir als Muslime sterben. Wenn wir als Muslime sterben, wird Allah Azza wa Jal uns ein ewiges Leben im Paradies geben. Ein Leben, o Diener Allahs, höre zu, wo es dir an nichts fehlen wird, wo du dir wünschen kannst, was du möchtest, nur mit dem Unterschied zur Dunya. Hier hast du viele Wünsche gehabt, aber sie wurden nicht immer erfüllt. Aber in Al-Akhira, im Jenseits, was auch immer du begehrst, du bekommst es. Und schöner als das, wie du es begehrst. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Und ich wünsche mir für mich und für euch das Paradies. Aber dieser Weg ist kein leichter Weg. Es ist kein leichter Weg. Ich lüge dich nicht an. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dir sagen, sag La ilaha illallah, dann nimm eine Schlaftablette, bis du stirbst und dann gehst du in Al-Jannah. So würde ich dich betrügen. Sondern ich sage dir, sag La ilaha illallah und dann sei standhaft. Denn diese Standhaftigkeit wirst du brauchen auf dem Weg zu Allah. Aber der Weg zu Allah ist ein steiniger Weg.
Aber wenn du standhaft bist und Allah beweist, dass du wahrhaftig bist in deiner Religion, so wird er dir helfen, diesen Weg zu beschreiten. Und ich schwöre bei Allah, dem Herrn der Kaaba, niemand kann diesen Weg beschreiten, außer Allah festigt seine Füße auf diesem Weg. Möge Allah Azza wa Jal uns in der Dunya und in der Akhira festigen. Du brauchst die Hilfe Allahs. Ohne die Hilfe Allahs wirst du niemals diesen Weg beschreiten können. Und ich sage dir noch eine Sache. Allah hat dir Krankheiten aufgezeigt in seinem edlen Buch und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber gleichzeitig hat er dir mit seiner großartigen Gnade auch das Medikament dafür gegeben. Und ein Fehler, den die Geschwister machen bei der Praktizierung, über diesen Fehler reden wir heute ausführlich, bi'idhnillahi samiyal alim. Sie setzen sich den Fittern, den Versuchungen dieser Welt aus. Sie denken, sie wissen es besser. Und sie denken, sie können sich diesen Versuchungen aussetzen und es passiert schon nichts Schlimmes. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam vor über 1400 Jahren gesagt hat. Er stand eines Tages mit den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. So sagte er, Subhanallah, gepriesen sei Allah, der keine Mängel hat. Mada unzila min al-fitan, was kommt alles herab an Versuchung? Woher wusste das der Gesandte sallallahu alaihi wasallam? Als Offenbarung. Und er sagte zu den Sahaba radiallahu anhum, hal tarawna ma ara, seht ihr auch das, was ich sehe? Qalu la, sie sagten nein, weil sie haben im Vergleich zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam was nicht bekommen, die Offenbarung. Qala, so sagte er, inni la ara al fitan taqa'u khilala buyutikum ka waq'il qatr. Ich sehe, wie die Versuchung zwischen euren Häusern herabregnen. Sie kommen zwischen euren Häusern. Das bedeutet, o Diener Allahs, er sah sallallahu alaihi wasallam, wie die Fittern förmlich herabgeregnet sind. Und er wollte sie warnen. Er wollte ihnen sagen, glaubt nicht, dass ihr in das Paradies hereingeht, ohne diesen Fittern zu begegnen. Fittern. Versuchung, sie werden nicht weniger. Ja, wenn wir sogar die Fittern, die Versuchung damals mit jetzt vergleichen, so sehen wir einen riesen Unterschied. Sagt mir bitte, welche Fittern haben wir heute, die es damals nicht gab? Tafadal. Frauen gab es damals nicht? Also ich weiß nicht. Da müssen wir nochmal Biologieunterricht machen. Du meinst damit die Freizügigkeit der Frauen wahrscheinlich. Richtig. In jeder Art und Weise. In allen Farben, in allen Facetten, in allen Gruppen. Frauen. Sie waren damals eine Fitna und sie werden immer eine Fitna bleiben, so sagte der Gesandte Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Abdul Haq, bei euch, die Leute sind müde. Wenn sie den Namen Muhammad hören, machen sie nicht die Salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءَ. So fürchtet die Frau. Was heißt hier fürchtet die Frau? Nicht, dass sie euch schlagen. Nein, das ist hier nicht gemeint. Obwohl manche Männer von ihren Frauen verprügelt werden. Manche zahlen Geld dafür, manche bekommen es umsonst. Auf jeden Fall. Was ich damit sagen möchte, liebe Geschwister. Fürchtet die Frauen. Was meint fürchtet die Frauen? Fürchtet die Versuchung der Frauen. Fürchtet die Versuchung der Frauen. Denn die erste Fitna, die erste Versuchung, die das Volk Bani Israel getroffen hat, war mit den Frauen. Allahu Akbar. Damals und heute. Und die Frauen gehören doch zur Dunya. Warum sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, so fürchtet die Dunya und die Frauen? فَتَّقُوا الدُّنْيَا وَالنِّسَا. So fürchtet die Dunya und die Nisa und die Frauen, obwohl die Frauen zur Dunya gehören, aber er wollte hier damit die Frauen speziell aussondern, weil sie eine ganz gewaltige Fitna sind. Für uns alle.
Allah, er prüft uns nicht mit Dingen, denen wir leicht aus dem Weg gehen können. Wenn Allah zu uns sagen würde, o meine Diener, haltet euch fern vom Ameisenöl. Trinkt das bloß nicht. Wäre das ein Problem für uns? Wisst ihr überhaupt, was Ameisenöl ist? Ich auch nicht. Ich habe einfach ein Wort kreiert. Auf jeden Fall. Es wäre leicht für uns, diesem zu entgehen, richtig? Aber was ist mit den Frauen? Ist das auch leicht für uns, dieser Versuchung zu entgehen? Dieses liebt unser Herz. Da wird unser Herz schwach. Du merkst auch, wenn eine Frau neben einem Mann steht, der fängt an zu stottern. Der hat ganz normal geredet. Er hat sich ganz normal benommen. Aber sobald eine Frau neben ihm steht, verändert sich alles. Seine Stimme auf einmal wird männlicher. Vorher hat er gepiepst, dann spricht er, na, wie geht's dir? Versucht ganz männlich zu wirken. Er holt auf einmal seine Muskeln raus, die er nicht hat, und versucht, irgendwie männlich zu stehen. Warum diese ganzen Veränderungen? Nur durch eine Frau. Fattaqu ad-dunya wan-nisa, so fürchtet die Dunya und die Frau. Welche Fittern haben wir noch? Welche Versuchung? Sagt es mir, ihr seid jung und voller Elan, mashallah, wie man sieht. Und es sieht so aus, dass ihr auch schon ein paar Fittern kennengelernt habt. Tfadal. Autos, Allahu Akbar, die Vierbeiner, die Motor haben. Diese Fitna ist sehr gewaltig. Um was tun viele Jugendliche? Um was zu fahren? Ein schönes Auto. Nicht wie Abul Bara, ein Charan, nee, was haben wir? Ein Ford Galaxy. Familienauto. Kommt nicht an bei Frauen. Aber warum will er das schöne Auto? Letztendlich wegen den Frauen. Er braucht so ein Auto, wo das Dach aufgeht und zugeht und dann fährt er die Straße hoch und runter, bis irgendeine Blinde ihn dann auch mal zupfeift. Das ist so. Fitna. Fitna der Jugendlichen. Was gibt es noch für Prüfung? Tfadal. Handys. Allahu Akbar. Möge Allah dich segnen. Handys. Man nimmt sie sogar mit auf Toilette. Man sitzt in der Khutba mit dem Handy. Und manche Leute, ihr werdet es nicht glauben, sie schlafen und ihr Handy ist in ihrer Hand. Sie kommen nicht los vom Handy. Und dieses Handy ist ein Sammelsurium von Fittern, denn es beinhaltet alles. Du kannst mit dem Handy was tun? Du kannst ins Internet, du kannst was anschauen? Filme. Frauen, da sind sie wieder. Ich dachte, ihr habt sie schon vergessen. Na. Du kannst spielen mit dem Handy, Musik hören mit dem Handy, chatten mit dem Handy. Du kannst alles tun, um deine Zeit zu verschwenden. Das Fernseher, sehr gut. Wie viele Leute kleben vor dem Fernseher, Tag ein und Tag aus. Manche Leute haben sogar einen Fernseher im Badezimmer auf Toilette. Damit sie bloß keine Serie verpassen. Was kennt ihr noch für Fitter? Bitte? Pokémon spielen, ja. Heute habe ich noch einen kleinen Jungen gesagt, wo ein Pokémon ist. Obwohl, ich wusste selber nicht, wo der ist. Aber der ist einfach mal diesen Weg gegangen. Na. Geh da lang, da ist schon einer. Irgendwo sind die. Ich meine, wir meinen ja die Menschen damit, die Pokémons. Er soll ja mal kennenlernen, dass es eigentlich da gar keinen Unterschied gibt zwischen den Monstern und die Leute, die draußen herumlaufen. Na. Fittern, Versuchung. Der hübsche Mann. Geld. Money, Para, Masari, Fluss. Eine gewaltige Fitna. Und auch das Geld braucht man für was? Für die Frauen. Also kehren wir immer wieder zurück zu den Frauen. Möge Allah alle, die hier noch nicht verheiratet sind, möge Allah Azza wa Jal ihnen eine tugendhafte Frau geben. Nach uns natürlich. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبِسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا. Bei Allah schwört er, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der nicht schwören muss. Er sagt, ich mache mir keine Sorgen, wenn ihr arm seid. Aber wenn die Dunya sich öffnet, ihre Türen öffnet, dann mache ich mir Sorgen um euch.
Wer kein Geld hat, der kann diese besagten Dinge, die wir genannt haben, auch nicht wirklich in Anspruch nehmen. Damit ist er auch was nicht ausgesetzt, den Fitr. Ah, subhanallah. Wie viele Leute haben durch diese Fittern, durch die Versuchung, die wir genannt haben, ihre Religion verkauft. Sobald du diese Dunya in deinem Herzen hereinlässt, Allah lässt dich diese Dunya auch verschlingen. Aber so höre, was Allah Azza wa Jal jeden von uns als Botschaft überbracht hat, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, in seinem edlen Buch, im Koran al-Karim, für denjenigen, der nur hinter der Dunya herrennt. Man kana yuridu al-ajila, ajjalna lahu fiha ma nasha, liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam, yaslaha madhmuma madhura. Er sagt, Allah Azza wa Jal, wer die Dunya von euch möchte, höre, wer sie begehrt, wer sie möchte, er strebt nach der Dunya, so werden wir sie ihm geben, so viel wir wollen, wem wir wollen. Und daraufhin haben wir Jahannam, das Höllenfeuer, für ihn bestimmt. Welche Dunya ist das, die dich in das Höllenfeuer führt? Wie kannst du diese Dunya genießen, ja? Dass du Dinge im Haram genießt. Eine Person kann eine Frau im Halal heiraten, wird er dafür belohnt oder bestraft? Belohnt. Aber wenn er hinter der Zina hinterherrennt, hinter der Unzucht hinterherrennt, wird er von Allah bestraft. Wenn du diesen Weg beschreitest, du möchtest diesen Weg der Dunya im Auftrag von Shaitan und nicht so wie Allah es gefällt, so wirst du bekommen von Allah, was er für dich bereits geschrieben hat. Denn nicht nur du als Muslim hast ein Buch, sondern auch ein Kafir und ein Munafiq, ein Heuchler und ein Ungläubiger. Jeder von uns, dessen Taten wurden bereits niedergeschrieben auf Lauhul Mahfuz, auf der wohlverwahrten Tafel. Was er bekommt in dieser Welt, wurde alles niedergeschrieben. Daraufhin rennt er hinter etwas her, was schon bereits für ihn niedergeschrieben wurde, aber im Haram, und er wird dafür Jahannam bekommen. Walayyadu billah. Ein Verlust? Ein Verlust. Es gibt manche Männer, die sind in dieser Dunya mit zum Beispiel zwei Frauen verheiratet. Und sie essen und sie trinken. Alles im Halal. Und sie verreisen an Orten, die halal sind. Und machen das Gute, was mit Genuss verbunden ist. Was bekommen diese Leute? Das Paradies. Und dann gibt es Leute, wal-iyadu billah, die verdienen Geld im Haram, die fahren zum Haram, die wünschen sich eine Frau im Haram zu haben. All das, was er auch im Halal machen könnte, aber Shaitan hat ihn das Haram bestens verkauft, also beschreitet er diesen Weg vom Haram und zum Schluss kriegt er das Höllenfeuer. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Du solltest eine Sache verstehen, o Diener Allahs. Allah hat jedem von uns ein Herzen gegeben. Dieses Herz schlägt entweder für Allah oder für etwas anderes. Wenn wir sagen für etwas anderes, dann ist das für Shaitan und seine Gesellen. Ein Herz schlägt für Allah oder für Shaitan. Und je mehr sich dein Herz dem Shaitan nähert, desto weiter entfernt sich dieses Herz von Allah. Und je mehr sich dein Herz, dein gläubiges Herz, möge Allah uns allen so ein Herz geben, sich Allah nähert, desto weiter entfernt sich dieses Herz von Shaitan. Allahu Akbar. Was für eine einfache Regel. Und wir sehen in der heutigen Zeit ein Phänomen, dass die Shabab, die Jugendlichen von uns, mit allem beschäftigt sind, außer mit dem Gedenken an Allah. Sie suchen ihre Zufriedenheit in allem, außer im Gedenken Allahs. Höre, was Allah, der Allmächtige, sagt. Subhanahu wa ta'ala, ala bi dhikri Allah, tatma'innu al-qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah
ruhig. Wie viele Möglichkeiten hat Allah Azza wa Jal uns der Ruhe gegeben? Wie viele Möglichkeiten hat Allah Azza wa Jal uns gegeben, um die Ruhe zu erlangen, die wir uns alle ersehen? Wie viele? Ein einziger. Hat Allah gesagt, dass mit der Musik unser Herz ruhig wird? Rab di Rab. Oder hat Allah uns gesagt, dass mit den Serien unsere Herzen Ruhe finden? Hat Allah uns gesagt, dass wenn wir tanzen wie Halbaffen in der Diskothek, dass unsere Herzen ruhig werden? Hat Allah Azza wa Jal uns gesagt, wenn wir 300 PS ausfahren auf der Autobahn, dass wir zufrieden sein werden? Hat Allah uns gesagt, wenn wir grüne und gelbe Raumschiffe abschießen? Ich kann nur über dieses Bild lachen, dass ein Bruder mit so einem Bart vor so einem Spiegel sitzt. Hat Allah uns gesagt, dass wir darin unsere Ruhe werden? Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah ruhig? Versuch, was du versuchen möchtest. Viele, die vor dir Selbstmord gemacht haben, haben ebenfalls diesen Weg versucht. Nur sind sie gescheitert. Und jetzt liegt ein kleiner Fleck auf dem Boden, weil sie sich von irgendwo heruntergeworfen haben. Sie haben doch gelebt, wie sie wollten. Gab es Grenzen in ihrem Leben? Antwort: Nein, und trotzdem waren sie unzufrieden. Und dieser Fleck von Unzufriedenheit klebt jetzt irgendwo am Boden. Möge Allah uns bewahren. Gedenkt ihr Allahs? Ich frage euch: Gedenkt ihr Allahs? Wenn ihr merkt, dass ihr geprüft werdet, gedenkt Allahs. Wenn ihr merkt, dass ihr harte Zeiten habt, gedenkt Allahs. Wenn ihr Süße in eurem Herzen verspüren wollt, gedenkt Allahs. Denn im Gedenken zu Allah finden die Herzen ihre Ruhe, ihre Zufriedenheit. Allahu Akbar. Deswegen sagte Ibrahim ibn Adham, rahimuhullah ta'ala, ein Gefährte von Sufyan al-Thawri. Er sagte: Wenn die Könige dieser Welt wüssten, welche Glückseligkeit wir Muslime in unseren Herzen besitzen, so würden sie mit ihren Schwertern kommen, um uns zu bekämpfen und uns diese Glückseligkeit nehmen. Und Ibrahim ibn Adham war selber ein Königssohn gewesen vor seiner Rechtleitung. Dann hat er aber einen anderen Weg beschritten. Und diese Wörter sagte er, als er mit seinen Gefährten saß und sie haben trockenes Brot gegessen, welches sie in Wasser eingetaucht haben, damit sie es überhaupt herunterschlucken können. Dieser war ein Königssohn und sagte diesen Satz. Hat er genossen? Kannte er das schöne Leben? Warum wollte er es nicht mehr leben? Weil er eingesehen hat, dass das nicht der Weg des Erfolgs ist, dass das nicht der Weg der Zufriedenheit ist. Und ich sage es dir nochmal: Halte dein Herz fern von den Fittern, denn der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte uns: وَتَجِئُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي. Die Fitna wird kommen zu jedem von uns, die Prüfung. Die Versuchung, wir haben genannt, was es für Versuchung gibt. So wird der Gläubige sagen, das ist meine Zerstörung. Keine andere Fitna, außer diese Fitna, das ist meine Zerstörung, bedeutet, diese Fitna wird mich in Schande stürzen, in der Dunya und in der Akhira. Wie viele gucken sich heute die versauten Filme und Fotos im Internet an und kommen nicht mehr weg davon? Ledige und Verheiratete und sogar Frauen. Und ich sage dir eins, o Diener Allahs. Allah hat eine Sunna in seiner Gesetzgebung. Das heißt eine Regel. Höre diese Regel. So wie du handelst, wird Allah Leute nach dir kommen lassen, Leute nach dir entstehen lassen, die genauso handeln wie du. Wisse, dass wenn du dir diese versauten Programme anschaust, diese versauten Filme anschaust,
so wird Allah das irgendwann deine Frau auch machen lassen, dass sie sich auch das anschaut. Und deine Kinder. Bist du damit zufrieden? A'udhu billah wal bara. A'udhu billah, dass meine Frau und meine Kinder das machen. Warum machst du das? Warum? Er kommt nicht mehr weg von diesen Filmen und von diesen Fotos. Er ist süchtig. 2 Tage unterlässt er es, dann weint er etwas und dann kehrt er wieder zurück. Und dann lässt er es und dann kehrt er wieder zurück. Er weiß ganz genau, das ist meine Fitna, die mich zerstören wird. Und wisse, dass wenn du dich einschließt in dein Zimmer und so tust, als ob niemand dich sieht von der Schöpfung Allahs, so hast du recht. Die Schöpfung Allahs sieht dich nicht. Aber wer sieht dich? Allah. Und der, der dich sieht, ist auch derjenige, der dich abrechnet. Und wenn Allah dich sieht, so frage ich dich nur eine Frage. Schämst du dich nicht vor Allah? أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Weiß er denn nicht, dass Allah Azza wa Jal ihn sieht? Die Engel sehen dich, denn sie schreiben deine Taten auf. Schämst du dich nicht vor den Engeln? Während du dir diese Filme anschaust und diese perversen Fotos, strahlst du und dein Gesicht lacht. Und deine Brust öffnet sich, so wie sie sich nur für den Weg der Rechtleitung öffnen darf. Du freust dich. Fitna. Wie bist du zu dieser Fitna gekommen? Ich sage es dir, weil du nicht auf den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hast. Allah hat dir alles im Koran gesagt. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Und das sind die Grenzen Allahs, kommt ihm bloß nicht zu nah. Wenn du weißt, an der Wand ist ein Stromkasten, da steht Vorsicht, Lebensgefahr darüber und es gibt Kabel, die herausragen, wirst du hingehen und sagen, lass mal probieren. Einen Haarschnitt kannst du auch woanders günstiger bekommen. Und ungefährlicher bekommen. Du gehst und fässt diese Kabel an. Obwohl, was drauf steht? Was steht auf dem Schild? Vorsicht, Lebensgefahr. Wirst du diese Kabel anfassen? Und Allah sagt dir, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Das sind die Grenzen Allahs, kommt ihnen nicht zu nah. Kommt dieser Fitna nicht zu nah, daraufhin gehst du trotzdem und schaust dir diese Programme an. Und irgendwann schaffst du es vielleicht mit der Gunst Allahs Azza wa Jal. Und ich gebe euch Hoffnung, wenn du es wirklich beabsichtigst, von ganzem Herzen, und du möchtest, dass Allah Azza wa Jal dich vor dieser Fitna bewahrt, und du tust alles Erdenkliche, um dieser Fitna zu entkommen, notfalls gibst du diesen Computer weg oder das Telefon oder anderes, wir kommen noch dazu, dann wird Allah dir dazu helfen. Wallahi billahi tallahi, ich schwöre bei Allah einen kräftigen Schwur. Aber wenn du das nicht beabsichtigst oder nur halbherzig beabsichtigst, wirst du niemals davon wegkommen. Ich kenne Leute, die davon weggekommen sind und ich kenne Leute, die niemals davon, wallahu a'lam, wegkommen werden. Die einen wollten es, die anderen nicht. Höre zu. Es kann sein, dass du diese Fitna verlässt mit den versauten Filmen und Fotos. Dann aber kommt eine neue Fitna. Du wohnst in einem Haus und es gibt da ein wunderschönes Mädchen, eine wunderschöne Frau, die du begehrst. Und du weißt, das ist eine verdorbene Frau. Und jeden Tag
triffst du sie an. Eine neue Fitna. Was sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, thumma tankashif. Daraufhin geht die Fitna weg, die alte, die er jetzt überlebt hat. Fatajiul Fitna. Dann kommt eine neue, schlimmere Fitna. Fayaqulul Mu'min, hadihi. So sagt der Mu'min, das ist meine neue Fitna, die mich zerstören wird. Und das geht immer so weiter bis zu seinem Lebensende. Allahumma sallim sallim. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Der wahrlich Glückliche ist derjenige, der von den Fittern, vor den Versuchungen verschont bleibt. Allahu Akbar. Höre, was dein und mein Imam Ahmad rahmatullah alayhi gesagt hat. Er sagte, ma a'jabu mimman halak, kayfa halak, walakin a'jabu mimman naja, kayfa naja. Ich wundere mich nicht über den, der an den Versuchungen zugrunde gegangen ist, dass er überhaupt zugrunde gegangen ist, weil die Fittern sind viele. Vielmehr wundere ich mich über den, der die Fittern Versuchungen übersteht, wie er sie überhaupt überstanden hat. Allahu Akbar. Was für gewaltige Wörter. Und noch ein Hadith, der darauf hindeutet, wie gefährlich es sein wird, dass der Gläubige sogar an den Versuchungen seine Religion verlieren wird. Es gibt Leute, sie werden ihren Islam bei einer Frau lassen. Sie entscheiden sich gegen den Islam und für die Frau. Weil die Frau ihnen sagen wird, entweder der Islam oder ich. Und er wird sich für die Frau entscheiden. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Badiru bil a'mal. Fitanan ka qita'a al-laylil muzlim. Beeilt euch mit guten Taten, solange euch diese Versuchungen nicht erfasst haben. Denn es werden Versuchungen kommen, so dunkel wie die Nacht. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. So wird einer von euch am Morgen als Gläubiger aufstehen und in der Nacht als Kafir zu Bett gehen. Er verkauft seine Religion innerhalb eines Tages. Innerhalb eines Tages wird er zu einem Kafir. Wir hatten eine Person in der Moschee, der hat den Islam bei uns angenommen. Und wahrlich, ich war erstaunt. Er kam sogar zum Frühgebet. Und das Frühgebet ist immer ein Indikator für mich, ein Zeichen für mich, ob jemand es ernst meint mit Allah oder nicht. Denn viele von uns, die jahrelang beten, kennen nicht das Fajr-Gebet, schon gar nicht in der Moschee. Er betet das Fajr-Gebet, wenn er aufsteht. Das heißt, das ist immer die richtige Zeit. So verpasst er niemals das Fajr-Gebet. Weil sobald er aufgestanden ist, betet er das Fajr-Gebet. Möge Allah Azzawajal unsere Muslime recht leiten. Dieser junge Mann kam sofort von Anfang an zum Fajr-Gebet. Und ich sagte zu den Brüdern, Subhanallah, dieser junge Mann erstaunt mich. Und dieser junge Mann hatte zuvor eine Freundin gehabt. So verließ er sie. Und er lebte einige Monate mit uns zusammen. Nach einer Zeit haben wir ihn nicht mehr in der Moschee vorgefunden. Er blieb nach einer Zeit von der Moschee entfernt, bis ich den Brüdern gesagt habe, meldet euch bei ihm, damit wir sehen, was mit diesem jungen Mann los ist. Er war 20, 21 Jahre. So rief ihn ein Bruder an, aber er hebte nicht ab. Und dann schrieb er ihm über WhatsApp, Bruder, wie geht es dir? Wir fragen nach dir. Wir wissen nicht, was los ist. So schrieb er, ich bin nicht mehr dein Bruder. Dann haben wir erfahren, er ist zurückgekehrt zu wem? Zu seiner alten Freundin. Sie hat ihm gesagt, entweder diese Menschen, sie meint die Muslime, oder ich. Und er hat sich für sie entschieden. Und jetzt hat er ein ganz neues Leben. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Einer steht als Gläubiger morgens auf und geht abends als Kafir zu Bett. Warum?
يبيع دينه بعرض من الدنيا. Er verkauft seine Religion, die Religion des Islam, für etwas Dunya. Hat Allah gesagt, für die ganze Dunya? Für? Etwas von der Dunya. Und er ist bereit dafür, für ewig ins Höllenfeuer zu gehen. Möge Allah uns davor bewahren. Man tashawwa falaha tastashrifu. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich der Fitna aussetzt, so wird sie ihm verschlingen. Glaubst du ihm nicht? Ich frage dich, glaubst du ihm nicht, o Diener Allahs? Viele haben dieses Problem, dass sie diese versauten Filme und Programme anschauen. Und ich sage euch, und ich lüge euch nicht an, und wenn ihr wollt, könnt ihr zu jemandem hingehen, der euch anlügt. Aber Abul Bara gehört nicht zu der Sorte. Und mittlerweile kennen wir uns. Raus mit deinem Computer. Raus! Denn Wallahi, vielleicht bleibt dein Islam daran hängen. Vielleicht bleibt dein Islam an diesem Computer hängen. Denn wenn du weißt, dass du dieser Fitna nicht entkommst, deine größte Fitna ist in deinem Zimmer. Du wirst 5-mal Nein sagen können oder 10-mal, aber beim 15. Mal gehst du wieder zurück zu deinem Computer. Spätestens, wenn deine Eltern draußen sind, spätestens, wenn deine Familie rausgeht, spätestens, wenn du die Möglichkeit hast, dass keiner von der Schöpfung Allahs, denn du hast Allah vergessen, dich sieht, dann wirst du zurückkehren zu deinem Computer. Und dann machst du das auf und findest diese Welt darin. Die Gelehrten haben eine Regel im Islam. Sie sagen, فَكُلُّ وَسِيلَةٍ تُقْدِي إِلَى الْحَرَامِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٍ. Jedes Mittel, was im Haram, im Verbotenen genutzt werden kann, wird selbst zum Haram. Auch wenn es ursprünglich Halal ist. Frage, kannst du Gutes mit dem Computer machen? Was kann man mit dem Computer machen? Du kannst dir zum Beispiel Durus anschauen von Abul Bara. Halal oder Haram? Das kam sehr zaghaft. Halal oder Haram? Alhamdulillah. Die 20 Euro kriegst du nicht von mir. Wolltest du von Abdul Hakim schauen? Halal! Aber du kannst auch mit diesem Computer was machen? Haram. Und wenn du aber das Haram machst, was ist dann das Urteil über den Computer, der an für sich ein neutrales Urteil hat? Nutzt du ihn im Halal, ahlan wa sahlan. Nutzt du ihn im Haram, ist er verboten. Was hat der Computer dann für ein Urteil, wenn du ihn nur noch im Haram nutzt? Haram. Wer ist von euch heute bereit, seinen Computer aus dem Zimmer zu entfernen? Abul Bara, ich brauche meinen Computer für die Schule. Dann gehst du in ein Internetcafé. Und wenn du was für die Schule brauchst, dann holst du es dir vom Internetcafé. Oder ich habe eine bessere Idee. Du bringst den Computer ins Schlafzimmer deiner Eltern. Und wenn du ihn nutzen willst, dann gehst du, wenn deine Eltern da drin sind. Brauchst du immer noch was für die Schule? Lass uns nicht uns selbst anlügen. Ich mag das nicht. Wer ist bereit, heute seinen Computer aus dem Zimmer herauszuholen? Du machst das? Bi'idhni Allah. Möge Allah Azzawajal diesen Bruder segnen. Alhamdulillah. Das macht nur einer, der verstanden hat, der weiß, er kann dieser Fitna nicht widerstehen. Das ist schwer. Wallahi, das ist schwer. Und ich sage es als ein Bruder, der euch für Allah liebt. Ich weiß, was ein Jugendlicher für Fittern durchmacht. Ich weiß, dass wenn ein Jugendlicher in die Schule geht, dass er solche gewaltigen Fittern vor sich hat. Dass er Fittern vor sich hat. Diese nackten Mädchen, die verdorben sind und versaut sind und keine Grenzen mehr kennen. Sogar sagte mir ein Bruder, ich sage dir eins, weißt du, was mein Bruder, mein leibeigener Bruder mir erzählt, sagte er mir. Ich sagte zu ihm, nein. Er sagte, wenn er ins Shisha-Café geht,
gibt es 14, 15, 16-jährige Mädchen, wenn man ihnen ein Glas Cola ausgibt, so machen sie mit einem dafür diesen. Ich habe ihm gesagt, was sagst du da? Er sagte, ich sage es dir so, wie es ist. Mein Bruder weiß am besten Bescheid. Ein Glas Cola und sie macht mit ihm Sinn an. Ich sage, subhanallah, was macht sie dann für eine Flasche Cola? Wollen wir über Füttern reden? Das sind die Füttern. Unsere Töchter. Sie gehen in das Shisha-Café und walayadu billah lassen keinen Mann aus, der in diesem Shisha-Café ist. Eine Frage, der du zu diesen Männern gehörst, die solche Frauen verführen. Was, wenn deine Tochter das machen würde? Ich frage dich direkt, deine Tochter, dein leibeigenes Blut und dein Fleisch. A'udhu billah. Ja, dann sage ich zu dir, a'udhu billah. Ah, wenn es nicht deine Tochter ist, kein Problem. Was treibst du dich herum in solchen Läden? Wirst du da drin Allahs gedenken? Wie diese neuen, heutzutage irregegangenen sogenannten Muslime, die sitzen im Shisha-Café und sie rauchen eine Shisha-Pfeife. Qala Allah. Er schämt sich nicht. Neben ihm die halbnackten Frau, in der Hand die Shisha-Pfeife, unter dem Tisch, Allahu A'lam, was für ein Energiedrink. Einer, der ihm nicht nur Flügel gibt, sondern was anderes. Er sagt, In der Shisha. Er redet über Allah. In der Shisha. Kennt ihr diese Sorte? Mit so einem Bart. Leute, die nicht verstanden haben, was Versuchungen sind, liebe Geschwister, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung hinterlassen, außer die Frau. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wallahi, das ist so eine sonderbare Überlieferung, ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba lillubbi rajuli al-hazimi min ihdakun. Er sagte, ich habe nie Frauen, denen es an Verstand und Iman, an Glaube mangelt, gesehen, die einen solchen Einfluss auf den Verstand eines Mannes haben können. Mit anderen Worten, diese Frauen, die keinen Verstand haben, aber schön sind, werden euch Männer, die ihr einen Verstand habt und Religion besitzt, trotzdem verführen. Haben sie es geschafft? Verführen sie auch die gläubigen Männer? Es gibt bärtige Brüder, sie gehen in Freudenhäuser und ich möchte keinen anderen Begriff nennen. Lügen wir? Ihr wisst, was Freudenhäuser sind? Ich will kein anderes Wort benutzen. Deswegen verstehst du jetzt das Gebot Allahs. Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. Und wenn ihr sie fragt, die Frauen, hier sind die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint, O Abu Bakr, O Umar, O Uthman, O Ali, O Ibn Abbas, O Ibn Mas'ud, wenn ihr sie, die Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt, dann fragt sie nur hinter einer Wand, das ist reiner für eure Herzen und für... Ich wundere mich, dass heute einer kommt, der nicht den Iman, den Glauben von Abu Bakr und Umar und Uthman und den großartigen Sahaba hat. Daraufhin sagt er dir, ich habe überhaupt kein Problem, mit Frauen zusammenzusitzen. Wie einer, der sagte zu einem Chef, nachdem ein Chef einen Unterricht gemacht hat über die Fitna der Frauen, über die Versuchung der Frauen, was für eine gewaltige Fitna diese Frauen für die Männer sind, so sagte er, oh Chef, ich rede mit den Frauen, ich sitze mit den Frauen, ich lache mit den Frauen, sie sind überhaupt keine Fitna für mich. Er sagte, richtig, ich sagte ja auch, sie sind eine Versuchung für die Männer. Bist du ein Mann? So sagte Allah zu dir, diese Frauen sind für dich eine. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind eine. Und sogar die schlimmste Fitna.
aber er weiß es besser. Und ich möchte nur eine weitere Fitna, und es gibt viele, ansprechen, weil viele dieses Problem haben. Sie haben nicht Leute, mit denen sie zusammen sind, mit denen sie zusammen den Weg zum Paradies beschreiten. Nein, viele haben schlechte Freunde, verdorbene Freunde, Freunde, die sie in keinem anderen Ort bringen, außer in das Höllenfeuer. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Der Mensch hat die Religion von seinem engsten Freund. Darauf soll einer darauf achten, wen er sich zum Freund nimmt. Ich will dir das übersetzen. Wenn Momo und Jojo deine Freunde sind, dann mach die Türen von Jahannam auf. Dicke Goldkette, dicker Armband, Freundin, Disco. Bitte schön. Glaubst du, sie werden dich in das Paradies hereinbringen? Bringen sie dir das Gute bei? Ah, wie viele sind in die Moscheen gekommen und ihre Augen haben sich erfreut an den Worten Allahs und des gesamten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin wurden sie wieder eingeholt von diesen schlechten Freunden, wie Allah azza wa jall über diesen Verlierer berichtet. Yawmul Qiyamah, er wird sagen: Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. So wird dieser junge Mann sagen am Tage der Auferstehung: Hätte ich mir doch den und den nicht zum Freund genommen. Er hat mich von der Ermahnung zu Allah abgelenkt, nachdem ich sie gekannt habe. Er hat mich abgelenkt von dem guten Weg, nachdem Allah ihn mir vorgezeigt hat. Und der Shaitan sagt, Allah lässt einen wahrlich im Stich. Allahu Akbar. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam: Ala unabbi'ukum bi khiyarikum, soll ich euch nicht über diejenigen berichten, die die Besten unter euch sind? Allahu Akbar. Qalu bala, sie sagten die Sahaba: Ja, o Gesandter Allahs, sage es uns. So sagte er: Khiyarukum alladhina idha ru'u dhukirallahu azza wa jal. Es sind diejenigen, wenn sie gesehen werden, so denkt man sofort an Allah. Kennst du das? Du bist auf dem Weg und du bist ein religiöser Mensch. Und wenn die Leute dich sehen, dann schämen sie sich sofort, weil sie wissen, ich muss jetzt zum Gebet. Ich muss jetzt schnell Wudu machen. Warum? Weil sie dich gesehen haben. Du hast sie sofort an Allah erinnert. Das sind die Besten, die die Leute an Allah erinnern, wenn du sie nur siehst. Und sogar in einer anderen Überlieferung, die inshallah Hassan ist, wie Sheikh al-Albani sagte, hum awliya'ullah, das sind die nahestehenden Diener Allahs. Möge Allah uns unter ihnen machen. Amen. Kennst du das? Er sieht sofort an deiner Person, du bist ein religiöser Mensch. Und so schämt er sich, weil er weiß, dass du ihn an Allah erinnerst, und er schämt sich, weil er Allah vernachlässigt hat. Dann wisse, an dir gibt es viel Gutes, o Diener Allahs. Lasst uns aber jetzt zum Schluss darüber reden, wie können wir diesen Fittern entgehen. Und das Thema ist groß und wir könnten 500 Stunden über dieses Thema reden, denn die Fittern sind wahrlich gewaltig. Sogar sagten mir die Geschwister, es gibt irgend so ein Programm, dass wenn du verpasste Serien gucken willst, du jederzeit sie nachgucken kannst. Nicht aufnehmen, nein. Nachgucken kannst. Die Leute sind abgelenkt. Was ist die Lösung? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilay. Die Anbetung in Zeiten der Fitter, jegliche Art von Anbetung. Was kennen wir unter Anbetung? Das Gebet,
Dhikrullah, Allah zu gedenken. Dua. Koran lesen, sehr gut. Spenden. Jede Art von Ibadah. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Ibadah in Zeiten der Versuchung, dass du trotzdem an deiner Ibadah festhältst, ist so, als ob man zu mir ausgewandert ist, als ob man damals in Mekka war und zu mir nach Medina ausgewandert ist. Allahu Akbar. Sagt Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das bedeutet, du bekommst diesen Lohn, als ob du zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam auswanderst. Aber wer ist heute von uns nicht abgelenkt mit den besagten Dingen und widmet Allah die Gottesdienste? Auch wie du dich schützen kannst, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-fitan ala al-qulub kal-hasir udan-uda. Die Fitan, die Versuchungen, sie werden das Herz befallen wie eine Holzmatte, Stab für Stab. Wie ist eine Holzmatte angereiht? Stab für Stab. Das bedeutet, was sind die Stäbe hier? Die Versuchungen, die Fitan. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Jedes Herz, was so eine Fitna, Versuchung verschlingt, so bekommt es was? Einen schwarzen Punkt. So bekommt es einen schwarzen Punkt in seinem Herz. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَى. Und welches Herz diese Fitna abstößt, so wird es einen weißen Punkt bekommen. Was ist unsere Aufgabe, diese Fitna abzustoßen? Wenn du so eine Fitna siehst, sagst du, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und wendest dich ab von der Fitna. Das ist deine Aufgabe. So bleibt dein Herz sauber und weiß. Denn wisse, wenn du dich den Fitnern aussetzt, so ist das nicht nur für den Moment. Wenn einer sich diese versauten Filme und versauten Bilder anschaut, das ist nicht nur für den Moment. Dann, wenn er abends schlafen geht und das Licht ausmacht, dann kommen diese Bilder und Filme vor seinen Augen. Wenn er betet, dann kommen diese Bilder und diese Filme vor seinen Augen. Er schleppt diese Fitna den ganzen Tag mit sich. Deswegen muss dein Herz dieses ablehnen, dass du gar nicht mit dieser Fitna in Versuchung kommst. Und wenn man gar nicht mehr kann, wenn man diese Fittern nicht aushält und man denkt, man geht zugrunde, dann soll man irgendwo an einem Fleck der Welt gehen, wo es keine Versuchungen gibt. Und diese Überlieferung ist eigentlich für die Endzeit. Denn es wird eine Zeit geben, liebe Geschwister, es wird nichts Gutes mehr in dieser Zeit geben. Es wird nicht mehr das Wort Allah, Allah gerufen. Was sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über diese Zeit? Er sagte, يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمْ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَتْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. Es wird eine Zeit kommen, wo das beste Vermögen von einem Muslim Schafe sein werden, mit denen er auszieht, hoch zu den Bergen, das heißt weit weg von den Menschen, an Plätze, die weit von den Menschen entfernt sind, so flieht er mit seiner Religion vor den Versuchungen. Und wallahu alam, vielleicht werden wir diese Zeit erleben. Wenn du es gar nicht mehr aushältst, dann fliehe an so einem Ort. Aber eigentlich ist dieser Hadith, was haben wir gesagt, für die Endzeit, wo es kein Khair, kein Gutes mehr geben wird. Wir haben hier noch viel Gutes, walhamdulillah, möge Allah das Gute mehren. Aber wenn es nicht mehr da ist, dann nimm deine Schafe oder deine Ziege, was auch immer halal ist, nimm sie mit und lebe irgendwo an einem Fleck, bis Allah deine Seele nimmt, aber du stirbst als Muslim.
Möge Allah Azzawajal uns nur als Muslime sterben lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Fittern nicht in unser Herz eindringen lassen. Möge Allah Azzawajal uns am Morgen und am Abend vor diesen Fittern schützen. Unsere Frauen und unsere Familien und unsere Lieblinge. Und möge Allah Azzawajal uns nur mit dem Islam sterben lassen. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في euer gutes Zuhören.